Wunderschön hier bei den Dumanis. Ja, liebe Freunde, wir wollen auch mal rausgehen, was essen gehen. Diesmal aber komplette Familie geht mit raus. Da ist der Rocky, der kommt natürlich auch mit dabei. Die anderen kommen auch mit dabei. So, Schatz, jetzt. Ja. Aber ich muss was petzen. Was? Was ist los? Ich hab mal das Auto kaputt gemacht. Ja. Wie? Walla. Was hast du gemacht? Aber auf den, ich kann nichts dafür. Ich bin ganz normal gefahren, der Blinker ist rausgeflogen. Keine Ahnung, wie der rausfliegt, hä? Oh, bei E46 fliegen die doch. Und wo ist der? Raus. Der hat er, aber da ist Dings das gebrochen. Aber, ich hab aber, das eine da. Also kann ich mir nur kennen, über den Huckel rüber gedischt oder was. Aber jetzt, egal, das Gute ist, ich krieg jetzt auf seinen Nacken schwarze. Aber guck mal jetzt, wie lose die sind. Keine Ahnung, warum. Also Walla, der fliegt auch bald, hier. Ja, stimmt, ein bisschen lose sind die Dinger also, schon, ne? Eigentlich, mir kann man kein... Ja, dann lass uns das Schwarze bestellen. Ja, ich schon längst bestellt. Wei. Okay, tamam. Was machen wir denn heute? Wollen wir zu einer Freundin von dir? Das ist ja eine richtig Bekannte von dir. Die haben ja einen vietnamesischen... Also der Mann von hier, den kenne ich. Das sind eigentlich Kindheitsfreunde von mir. Also gesamte Familie. Okay. Also ich war, auch meine Geschwister waren mit den Saigon. Ey, soll ich dir mal was erzählen? Was? Früher hatte ich den Spitznamen Saigon. Ja. Hätten wir mal weiter lieber Saigon gemacht als Tui. Ja, das ist nicht mein Problem, ich kenne dich gar nicht. Du bist Tui. Ja, los, rein mit dem Hund. Walla, ich weiß nicht, ich hieß auch mal Jan Jam im Internet und 1000 Namen habe ich gehabt. Jan Jam. So, Mama, Kofferraum jetzt auf. Jan. Halt. So, jetzt können wir endlich mit diesem Auto komplette Family mitnehmen. Guck mal. Und die haben wirklich viel Platz da hinten, ja? Nimm ab. Geht das schon reingemacht? Ja, nimm mal ab, das Ding, sonst. Guck mal, wie viel Platz die drin haben. Hey, die haben wirklich riesen Platz da hinten. Ja, also ML war natürlich ein Traum für die. Ja, nee, aber hier könnt ihr noch besser rausgucken. So, tschüss Jungs, Halle. Abfahrt. Hey, Eddie Motion auch hier. Eddie Motion auch hier, Eddie Motion. Hey, alles gut? Ja, selber? Muss. So, Little Saigon. Ja, die waren auch hier in der Zeitung schon mal hier. Okay. Ja, ja. Wie? Alles reserviert hier? Ja, das ist... Ach, hör auf, wirklich? Das hab ich doch zu dir gesehen. Ach so. Und das wissen nicht viele Leute. Ich nehme euch einfach mit auf, ne? Auf jeden Fall ist das ein kleiner, süßer Laden. Wie geht's euch? Alles gut? Du hast noch nichts für den Mann. Eddie Motion. Eins will ich von dir wissen. Eddie Motion. Sorry. Hast du schon mal vietnamesisch gegessen? Nein, noch nie. Noch nie? Irgendwann ist immer das erste Mal. Die Frühlingsrollen. Von Geburtstag? Ja, aber ich weiß nicht, ob das jetzt vietnamesisch ist. Hast du auf dem Geburtstag die Baguettes gegessen? Nein. Okay, weil die haben die auch gemacht hier. Ja, Baguette genau. Lecker, haben viele gemacht. Genau, die Baguettes. Das Ding ist, die sind ja auch noch hier mal kühl, ne? Hier sind die ja noch mal warm, ne? Ja. Ich habe die immer kalt gegessen, die Baguettes. Mal gucken. Also ich suche gleich was für dich aus und dann... Du musst auch was für mich aussuchen. Für mich auch, glaube ich. Ich glaube, für uns alle. Ich gucke selber jetzt. Okay. Auf jeden Fall. Das ist so auch Streetfood-Style. Also hier auch keine richtigen Dings. Stühle gibt es, aber es soll ja eher so Streetfood darstellen. Also Banh Mi ist typisch vietnamesisch. Ich glaube, ich kenne keinen Vietnamesen, der keine Banh Mi ist. Oder kennt ihr welche? Nee, ne? Das ist ja typisch... Ja. Ey, nochmal zum Update hier, Diät. Ich glaube, ich bin der Einzige, der es ernst nimmt. Ich habe seit Freitagabend nichts mehr gegessen. Naja, aber du hast dafür 10 Tüten Chips gegessen. Zwei. Guck mal, ich weiß schon, warum... Aber Jan ist auch auf Diät, auf Grey Goose Diät. Ah, okay. Auf jeden Fall, Bambi ist nicht, alle mögen die auch. Nebenbei. Dann gibt es noch einen Sommerrollen, Sommerrollen und hier gibt es Suppen, die esse ich natürlich gerne. Dann haben die so Reisnudeln-Gerichte. Wir trinken mal so ein Ding, wenn wir trinken hier, Schatz. So ein was? Ja, so ein hier, so ein ja, also ich trinke sowas. Ja, ich also es gibt hier, das will ich euch nämlich zeigen. Und das hier, Süßspeisen. Ey, ist das ist voll auf, ne? Hier, aber was wollte ich, das wollte ich zeigen. Die Mette, ja, irgendwie. Dieses Chanda, ne? Das aber haben wir auch vietnamesischen Kaffee hier? Ja. Ihr habt doch vietnamesischen Kaffee hier, ne? Ja, vielleicht doch. Auf jeden Fall, Chanda, das ist richtig lecker. Und das gibt es sogar noch ein bisschen salzig. Das ist richtig lecker. Also hier ist die Küche. Klein und niedlich. Komm.
mit Hop und Gemüse ist alles frisch. Die liefert auch, ne? Ja, aber wollte. Ja. So, das ist auf jeden Fall Limettensaft. Und du musst mal meins probieren. Oh. Aber probier mal meins. Meins ist ein bisschen salzig. Das sind so eingelegte. Ich habe ganz normal vietnamesische Wasser. Sehr gut. Aber das schmeckt lecker. Oh, das schmeckt gut, aber. Ich sag ja, das schmeckt nicht. Das. Doch, ich mag das. Das ist so salzig. Das ist so wie türkisch Schaudamm. Schon wieder getaucht, Herbert. Walla, das ist sehr ähnlich wie Schaudamm. Mehmet hat auch damals gesagt, die Japaner haben Dings hier. Sushi. Die Türken geklaut. Sushi, guck mal. Da ist ein Fisch in die Dings hineingefallen. Salma. Nein, Salma und da lag ein Fisch. Und dann ist auch, was ist das? Roher Fisch, weil dann Sushi geworden. Oh. Das sind die Baguettes und wie gesagt, in Vietnam ist Baguette Pflicht. Was, Baguette? Der muss auch probieren. Ich habe dir immer kalt gegessen. Ja, ich weiß. Das war gut. Wie immer. Es ist vietnamesischer Döner. Achso, ich habe aber vergessen. Ich habe aber vergessen, bei euch zu sagen, ohne Koriander. Das ist doch nicht schlimm. Nimm gerade auf, Tui. Ja. Okay, das ist gut. Hast du das an meinem Geburtstag gleich schon? An deinem Geburtstag? Nein. Hähnchen. Mit Salat. Genau. Ja, schmeckt gut. Ja, also vietnamesischer Döner. Also da ist auf jeden Fall Hähnchen, Gurke, eingelegtes Gemüse. Kann man essen. Auf jeden Fall, ja. Achso, und jetzt ist es ja auch. Ja, ist ein Frühstück, kann man das aber auch essen. Soll ich euch mal was verraten? Dieses Brot ist das türkische normale Weißbrot. Einfach dieses Ekmek. Er ist zum Türken gegangen, hat gesagt, weil das vietnamesische Baguette ist original so, ne? Er ist zum Dings gegangen, das hat er mir erzählt, ist zum Türken gegangen, hat gesagt, hey, ich brauche die und die Maße, genau das Brot. Und seitdem kriegt er das vom türkischen Bäcker immer geliefert. Naja, ihr kennt das ja, ne? Euch schmeckt es sowieso, ne? Freunde, die Baguettes haben wir weggeknallt hier. Du hast wieder Fahrt. Also ich nehme ganz traditionell, das ist Fahrt. Kennt ihr nichts anderes, oder was? Ich esse ist das gerne. Nur, oder was? Die essen immer dieses Fahrt. Ich esse das gerne. Das ist so wie bei den Türken, Mercimek. Ja. Nein. Oder ich gerne. Ja. Guck mal, da sind Nudeln drin. Ist da so Rinderbällchen. Kennst du ja einen. Ja, ja. Tafelspitz. Ja. Okay. Kellerpanier. Ganz wichtig an alle, die das essen, Häuschensoße ist richtig. Aber viele drin. Essen aus Ulm, ne? Ja, die Nordvietnamesen essen aus Ulm. Also die Südessen. Ja, das muss jeder selber wissen. Ja. Okay. Das muss jeder sich selber entscheiden. Also hier, nur er hat Udon-Nudeln. Udon ist da richtig. Udon-Nudeln sind, ich glaube, japanisch eigentlich, ne? Ich weiß nicht, ich glaube ja japanisch. Ich glaube, japanisch ist eigentlich, also ich habe so Nudeln, die sind aus Reis. Aber Bangkan tut man keine Häuschensoße rein. Aber, weil okay. Da ist auch so sah ich noch vorher aus, als ich noch jung war. Nein, das war vor 4 Jahren. Einmal, 5-6 Jahre. Wann sind Sie geheiratet? Ja. Emiljan wird jetzt 4. Also ein Jahr vorher haben Sie auch was gemacht, 5. Ja, aber da war sie ja erst neu schwanger. So. Achso, hier, das ist von. Nee, das. Was ist das? Das ist. Nee, das ist deins. Genau, also er hat die. Nudeln gebraten. Mit Rind und Schrimps jetzt. Er wollte einen Mix haben. Ja, also man konnte sich diese Nudeln halten, ne? Diese genau, das sind, die hat er in aber der Suppe. Ich glaube, ich werde nicht satt. Ich habe einen Bär. Ja. Ja, gehen wir gleich Döner essen. Döner hinterher oder was? Ich glaube ja. Wenn man zum Aufatmen hingenommen. Dann nehmen wir noch ein bisschen. Haben wir auch Salz verbessert. Du weißt das. Was ich bin denn? So ein Typ. Nee, kann ich nicht essen. Chili, genau, brauchen wir. Chili, Löffel. Salz, Pfeffer. Obwohl. Ja.
Das ist jetzt die Schabe da. Oh, wow. Probier erstmal, bevor ich nach. Also Jan sagt, Nein, ich habe noch gar nicht gesagt, ich habe es noch probiert. Achso, du warst das. Ich habe noch nicht mal probiert. Achso. Halt, ich probiere jetzt. Ja, ich auch. Ey, das ist wie in Amerika. Reis mit Schrimps. Das sieht aber schon ein Ding aus. Also gebratenen Gemüse und das Schrimps. Erinnert mich an Amerika. Schatz, ich habe deins eben probiert. Das ist voll scharf und salzig, ja? Ich habe auch einen Liter nicht reingekippt. So, Mehmet hat sich einen vietnamesischen Kaffee bestellt. Er mag den. Leg einfach hier. Das ist einfach so ein Filterkaffee, sag ich mal. Das ist einfach so ein Filter. Da kommt Kaffee rein. Und Mehmet mag den Kaffee. Ne? Keine Ahnung, ich kann das nicht beurteilen, weil ich keinen Kaffee trinke. Aber ich glaube, du hast noch nicht richtig. Und viele trinken den in Vietnam, genau den Kaffee, aber eben halt. Ja? Ich weiß es nicht. Der ballert richtig. Ich bin kein Kaffeetrinker. Also, Schatz, wieder rausgucken. Hier, das ist Süßspeise. Süßspeise. Da hatte ich euch ja vorhin erklärt. Und dann mit Kokosmilch im Hals. Wenn tu ich nicht wer. Meinst du, wir werden hier vorbeigefahren, den Laden, den wir gesagt haben? Nie im Leben. Nie im Leben. Weißt du, was ich meine? So. Weißt du, was ich meine? Aber es war gut, es war leicht, es war so Dings. Ne? So eine leichte. Gesundes Essen? Ja. Genau, wenn wir was anderes essen, dann sind wir zum Markt. Also, ich sag dir erst, hey, wenn wir kaputt sind, sind wir noch out. Ja, und das, aber erst habe ich gedacht, so, ey, das reicht mir nicht, dass ich satt werde. Aber jetzt nach dem Aufstehen, ich bin pappesatt. Ne? Wie gesagt, ich bin auch satt dabei. Ein schöner kleiner Laden, richtig sauber. Also würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Ist, siehst du, der Laden ist voll. Ne? Und das Allergeilste war, ja, wir kommen hier rein. Überall steht reserviert. Dann mache ich so meine Witze. So, ne? Was ist los hier? Keiner hier. Und reserviert. Die sagt, oh, ist reserviert. Das ist wirklich reserviert hier. Nee, wieder. Aber die haben ja auch Mittagspause gehabt. Die hat um 17:30 Uhr. Stimmt, jetzt kommen die alle, ne? Genau, genau. Und sie sagt, da drüben, du kennst das, Erdem, ist ja das Sparkassengebäude. Ja. Er sagt, daraus wird jetzt Studentenwohnheim. Studentenwohnheim. Genau, und deswegen will er jetzt versuchen, den Laden nebenan zu bekommen. Auch sehr viele Deutsche und Verkauf, ne? Weil es ist schon, das mögen die Leute wohl. Ne? Ja, aber das ist ja noch leichter als Dings. Was? Guck mal. Nein, glaube ich nicht. Alter. Was? Doch. Noch leichter als Chinesisch? Ja. 100%. Und du kannst essen, du wirst nicht wirklich dick, weil das eben halt, ja, alles Gemüse, alles. Ja, von meiner Familie, glaube ich, bin ich der dickste. Wallah, ja, das stimmt. Also du bist, ja, für den Vietnamesen bist aber du sehr. Aber ich bin auch sehr großer Vietnamesen. Ja, das stimmt auch wieder. Aber hey, Freunde, ich bin auch nicht der Größte, aber zwischen den Vietnamesen fühle ich mich nicht groß. Wir haben Silvesterparty eingeladen. Jetzt, ja, hör mal zu. Von meinem Bruder. Genau, waren wir mal Silvesterparty. Ich bin da so gerne hingegangen. Ich war einer der Größten. Und er hat sich immer richtig wohl gefühlt. Alle so kleiner. Ja. Ich denke, nein. Alles gut, gehen nicht. Waren alle ganz klein. Das, ne? hat Mehmet immer geil. Da hat er sich immer dran aufgegangen. War groß. Ja. Nein, das ist richtig schön. Das schmeckt auch. Und ich mag den Kaffee auch, ne? Also, so, ja, dann muss auch mal so. Ich weiß ganz genau, wann Mehmet sich den letzten Kaffee getrunken hat. Hm? In Berlin, ja, wo wir aus der Türkei wieder kamen. Jetzt musst, ja, du den umrühren, ne? Stimmt, ja, stimmt. Ja, stimmt. In Berlin, ja, da haben wir gegessen. Alter, der knallt, ja. Wie, ja, Espresso, ne? Komm, Eddie Motion. Dein Fazit zum Kaffee. Bitte? Dein Fazit. Ich glaube, kann man trinken. Meine Frau würde das gerne trinken. Ja? Auf jeden Fall. Wie gesagt, Kaffee kann ich gar nicht mitreden. Überhaupt nicht. Nein, schmeckt gut. Ja. Nur Espresso. Ja, hat Mehmet vorhin auch gesagt. Und Mehmet mag das ja so cremig süß, aber er packt keinen Aber Mehmet mag einen Kaffee. Ja, ich weiß, was er denn macht. Oh. Ja, gut, bin ich selber. So, was ist denn der Pudding, ne? Also das ist wirklich so Pudding. Und dieses Grüne, das wird aus Ananasblättern der Geschmack genommen. Das schmeckt. Und dann mit Kokosnuss. Das ist eigentlich nur Pudding. Also der Laden ist full. Ja, ich hab's genommen. Also aber der Laden ist full.
Also, die denken sich jetzt bestimmt, Alter, komm, ja. Du Mann, ich stimme. Also ich habe ja gehört, du bist öfter hier. Ja, also ich habe immer, ich habe ja einmal die mit deiner Schwester hängt dir genau. Und jetzt erzähle ich dir mal die lustige Geschichte. Ich habe meine Freundin, du weißt selber, ich habe jetzt erst wieder, das war früher einer meiner guten Freunde. Ja. Wir wollen, ich und so wollen zum Asien-Shop. Wir gucken so, ey, hier steht Little Saigon. Ich sag so, lass mal reingehen. Ich geh rein und dann sehe ich die alle. Ich sag so, nein. Was macht ihr denn hier? Habt ihr den Kontakt verloren gehabt oder was? Ich habe den Kontakt verloren gehabt. Also durch den Laden wieder. Genau, durch den Laden, das ist jetzt so 100 Jahre her, habe ich die wieder. Und die waren ja auch auf meinem Geburtstag. Genau, die waren auch auf deinem Geburtstag. Wir waren eigentlich Silvester, wollten wir eigentlich. Stimmt, drei feiern, ja. Ja. Schade, nächstes Mal. Ja, genau. Ich habe gehört, er ist Alkoholiker. Spaß. Ich habe gehört, er trinkt auch gerne was wie ich. Na, aber soll ich dir mal was sagen? Was? Jetzt ganz ehrlich, ne? Vietnamesische Männer. Hm. Sorry, ich hoffe, es gucken nicht viele zu. Die können nicht viel Alkohol ab. Die können Punkt 1 nicht viel Alkohol ab. Die trinken zwei Bier und benehmen sich viel. Aber warte, wir haben mal einen anderen vietnamesischen Mann hier. Und Ausnahme. Und drittens, das sind alles Kitschgänische. Ja. Aber Jan ist eine Ausnahme, er gibt die. Also er stirbt nach Max, 5 Mischen. Dann ist bei ihm. Baba, dich haben wir gesehen letztes Mal. Kaffee. Ja, deine Kaffeefolge. Ja. Dich haben wir gesehen. Da hast du den Vietnamesen, ne? Nein, ich habe mich benommen, aber einer hat sich benommen. An meinem Geburtstag, ich glaube Mittag um 4 haben wir angefangen. Da haben wir 20, 30 Dinger und das war immer noch okay. Haben wir unseren Geburtstag. Also und ich trinke wirklich selten. Also ich war eigentlich auch erstaunt, dass du an deinem Geburtstag noch fit warst. Ja, liebe Freundin, ja. Wir haben gut gegessen, Sonntagabend, gemütlich hier mit Edimotion hier, ne, mit den Kindern. Die Hunde sind auch dabei, die chillen im Auto. Genau. Ja, das, ja, die haben wir auch mal mitgenommen, aber die gibt es nicht zu essen. Was? Ich hole gleich zwei Knochen. Von wo? Von Suppe. Die Brühe wird ja aus Knochen. Stimmt, hol die mal mit. Genau, ich sag jetzt, ob ich zwei Knochen kriege. Genau, dann können die zu Hause noch mal ein bisschen Knochen essen. Ja, dann sag ich mal, ein schöner Laden. Wie heißt der Laden nochmal? Little Saigon. Little Saigon. Und wo ist das hier? Saigon. Das ist Vietnam. In Bremen am Brill. Am Brill. Also da bei der großen Sparkasse. Okay, ne? Also Freunde, kommt einfach her. Ein schöner, lustiger, kleiner, schöner Laden. Gemütlich. Und genau, schmeckt richtig gut. Auch sehr gut besucht, ne? Dann sag ich mal, abonnieren, liken nicht vergessen. Nächstes Mal, keine Ahnung, wo wir wieder sind. Diesmal waren wir beim Vietnamesen. Jo, hat geschmeckt, auf jeden Fall. Wo wir nächstes Mal essen gehen sollen. Tschüss. Also ich bin immer noch bei Kikiriki. Tschüss. Also Little Saigon, Vietnamese Street Food. Das ist hier bei der Sparkasse am Brill. Ich glaube, da gegenüber ist die Schlachte. Bremer wissen, wo das ist.